So, 400.000 Jahre später haben wir nicht nur ein Shiggy gefangen, sondern auch ein Glumanda. Das heißt, ich brauche seins da oben gar nicht mehr, aber ich hol's mir trotzdem, weil ich jetzt Arbeit reingesteckt habe. So, gebe es mir. Du hast bisher 55 Pokémon gefangen? Boah, wie cool. Ich will, dass du dich ab jetzt um meinen Glumanda kümmerst. Einverstanden? Okay. Also dann, ich verlasse mich auf dich. Yes! Nice. Glumanda in die Pokémon... Glumanda ist mega stark. Gut, damit haben wir das erledigt. Warte, wir müssen weiter nach hier, ne? Ah ne, hier nicht lang. Clever die Trainer umgehen. So, damit wir nur gegen die beiden hier kämpfen müssen. Picknickerin Ruth. Oh mein Gott. Los, Eboli, du schaffst das. Ess den Fisch einfach auf. Einmal Sushi for free, bitte. Das war cool. Aber ich möchte jetzt einmal Pikachu einsetzen, weil ich weiß, dass Elektro gegen Wasser gut ist. Na! Worth it. Probieren wir aus. Vielleicht klappt es. Los, Pikachu. Donnershock. Hau raus. Nice. Sehr gut, sehr gut. Schaffst das. Konzentrier dich, Pikachu. Weich der Attacke aus. Einfach Level 21 in Azuria City. Oh, Sternschauer. Voll cool. Dafür kannst du total Sandwirbel raushauen. Yay! Metronom. Ja. Dafür haben wir Komprimator raus. Ja, definitiv. 1, 2 und schwupp. Los geht's. Wir haben einfach das RNG der Videogeschichte einfach als Attacke gelernt. Ach, ich war irgendwie überhaupt nicht in Form. Was halte ich von dem Spiel? Ich find's ganz süß. Es ist halt sehr, sehr, sehr einfach. Also halt sehr einfach. Das ist halt richtig einfach. Es ist ganz süß, dass du es zusammenspielen kannst mit jemandem, auch wenn der jemand eigentlich nicht wirklich so viel tut. Ich weiß nicht, ob ich es für 50 Euro empfehlen würde, ehrlich gesagt, weil es ist halt schon... Also es ist halt einfach ein Spiel für Anfänger. Es ist halt richtig, richtig für Anfänger gemacht. Es ist halt... steinhart ein Spiel, das nur für Leute gemacht wurde, die noch nie ein Videospiel gespielt haben. Alternativ ist es halt einfach Pokémon auf einer Konsole, was halt ganz cool ist. Krabby! Oh, Krabby! Da holen wir unser Pikachu raus. What? Krass.
So, wir haben Bills Haus erreicht. Tatsächlich gibt es hier kein Gras. Entgegen aller Erwartungen. So, was geht denn hier bei ihm ab? Gehen wir mal rein. Ich habe gehört, hier ist irgendwie echt richtig hardcore was Seltsames am Ablaufen. Hallo, ich bin ein Pokémon. Spaß beiseite, ich bin natürlich kein Pokémon. Nimm mich einfach Bill. Ich bin ein waschechter Pokémaniac. Was guckst du denn so? Du glaubst mir kein Wort, was? Ich lüge aber nicht. Ist leider ein Experiment missglückt. Dabei wurden meine Zellen mit denen von einem Pokémon zusammengewürfelt. Wie sieht's aus? Hilfst du mir? Okay, steig in den Teleporter und dann startest du von meinem PC aus das Zellteilungsprogramm. Genau den PC da. Mach bloß keine Fehler. Ich zähle auf dich. Hey, kannst du dich bitte ein bisschen beeilen? Puh, tausend Dank. Du hast echt was gut bei mir. Hey, was sehen da meine Augen? Du trägst denn deinem Beutel eine Pokémon-Box mit dir rum. Wenn du zu viele Pokémon gefangen hast und deine Pokémon-Box voll ist, kannst du sie an Professor Eich schicken. Praktisch, was? Ach, und noch was. Das hier ist für dich, als Dankeschön für die Rettung. In Orania City liegt ein großes Kreuzfahrtschiff von Anker, vor Anker, die MSN. Ich habe zwar freundlicherweise eine Einladung zu einer Party an Bord gekriegt, aber da ist nichts für mich. Zu schnieke für meinen Geschmack. Das sind mehrere Tickets zum Abreißen, falls du noch jemanden mitbringen willst. Viel Spaß! Ich finde die Cutscenes einfach total geil. Also es ist Wahnsinn, wie krass die Cutscenes einfach gemacht sind. Es ist einfach... Also eigentlich ist es nichts Besonderes, aber einfach weil es Pokémon mit Cutscenes ist, richtigen. Die nicht einfach nur sind... Eine Figur läuft irgendwo hin und eine Textbox erscheint. Es ist irgendwie echt cool gemacht. Du siehst besonders aus. Diese Gegend hier wird gern für Dates genutzt, aber davon lasse ich mich nicht beeindrucken. Einsamkeit ist für einen Trainercoach für mich eine Herausforderung von vielen. Ich bin ziemlich stark. Willst du mich antreten? Ja, jetzt geht's. Ich werde dir eine Lektion erteilen, die sich gewaschen hat. Oh, snap! Los geht's. Nikola, hau raus, was du hast. Bye. Ich möchte Sternschauer sehen, wie das aussieht. Oh je. Das ist nicht so hübsch, wie ich gehofft habe, ehrlich gesagt. Das war nicht effektiv, ne? Verdammt, ganz vergessen. Ups! Okay, dann weiter mit Sternschauer. Schauer ihn mit Sternen! Wow! Puh, dabei wollte ich doch eigentlich dir eine Lektion erteilen und nicht umgekehrt. Ah. Das klang mal wieder richtig Spaß. Hier, das ist für dich. Oh, nice. Das ist ziemlich cool. Geowurf. Dieser Attacke richtet Schaden in Höhe des Levels des Pokémon an, das sie einsetzt.
Coolio. Ach, liebe Güte. Nein, ich habe ganz vergessen, dass ich hier... Ah, ich habe... Ah, Gott. Und noch mehr Trainer. Habe ich ein Wasser-Pokémon dabei? Habe ich tatsächlich. Ich habe doch... Oh Gott, warte. Ich weiß nicht, ob das... Wird es das überleben? Die Frage des Tages. Oh, er ist echt pissed. Ich weiß nicht, ob ich das überleben werde. Hau raus, Shiggy. Hau raus, Shiggy, einfach. Hauen sie raus. Wow, okay. Vielleicht überlebe ich's doch. Überlebe es, Shiggy. Nein! Oh! 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 Das gibt's doch nicht. Ich habe so gehofft, dass Shiggy es schafft. Aber Shiggy hat es nicht geschafft. Jetzt muss ich leider aufhören. Jetzt bin ich zu traurig einfach für alles. Ein F für unseren toten Bro. Ach. Ach. Komm, Pipi, du musst es reißen. Komm, mein Shiny Bro. Ich weiß, dass du es schaffen kannst. Bling. Hau mal Metronom raus. Mach mal was cool ist. Löst Fuchtler aus. Wow. Das war cool. Das kann man behalten eigentlich. Was geht's? Ach, das geht die ganze Zeit so weiter. Ah, ja, das ist natürlich cool. Das hast du mir aber ganz schön gezeigt. Nice. Das war... So, jetzt laufen wir aber hier lang, damit wir nicht wieder irgendwelche Dinge triggern. Taucht nochmal ein Shiggy hier auf? Taucht nochmal eins auf? Taucht nochmal eins auf? Nee, irgendwie nicht so. Schade. Halt wirklich nicht, ne? Gar nichts. Nada. Keine Shiggys für uns. Shiggys sind ausverkauft. Okay, ist mir egal. Hab eins. Es ist alles, was ich jemals wollte und so viel mehr. Dann gehen wir mal ins Pokémon Center und heilen unser Pokémon wieder auf... Fertig. Yes, mach mal mein Pokémon wieder fit. Aus Versehen ist mein Shiggy draufgegangen. F-Rip. 2 Sad, 4 mich. So, was geht bei dir eigentlich? Du siehst super special aus. Oh, dein Evoli sieht aber äußerst vielversprechend aus. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es in der Lage ist, neue Attacken zu erlernen, die ich erschaffen habe. Möchtest du, dass ich einmal dafür tasse? Ja? Was ist denn cool? Was soll ich davon mal lernen? Was ist denn... Knisterladung klingt halt ziemlich knull. Oder Blubsauger... Flackerbrand ist auch ziemlich nice. Ah. 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 Sehr, sehr aufregend. Ausgiebige Diskussion, haben mir gesagt, Knisterladung.
Dafür vergessen wir... Keine Ahnung. Ruckzuckhieb, das nutze ich eh irgendwie nie. 1, 2 und schwupp. Eboli hat Ruckzuckhieb vergessen und Knisterladung gelernt. Es ist wichtig, einen guten Draht seinen Pokémon haben. Achte darauf, dass sie jetzt fantastisch miteinander auskommen. Okay. Ach, ich kann alle drei lernen. Ja, dann hat sich das ja erledigt. Ich dachte, ich könnte eine lernen. Dann hauen wir mal raus. Ich glaube, ich werfe den Doppelkick auch mal raus. 1, 2 und schwupp. Eboli hat Doppelkick vergessen und Flackerbrand erlernt. Yes. Mach das jetzt einfach. Ich bringe ihm jetzt auch das andere bei. I don't care. Okay. Oder Blubsauger klingt nicht so gut. Blubsauger klingt irgendwie klingt irgendwie nicht so gut. Mehr habe ich dazu nicht vergessen. Was ist los mit meinem Gehirn, Alter? Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. So. Isabel, ich habe gehört, um an seltene Pokémon ranzukommen, würde er alles tun. Er ist ein Mann, der über Leichen geht. Genau wie er hier. Hast du schon mal von Bill gehört? Ich nenne ihn den Pokémaniac, aber ich glaube, die Leute sind bloß neidisch auf ihn. Sie würde nicht eine Sammlung wie der sein mit... Nun ist es Opevoli. Sehr gut. Jetzt bin ich ready, einfach. Kann man nicht jetzt... in die Arena gehen und einfach gewinnen? Komm, wir gehen in die Arena und gewinnen einfach. Howdy, zukünftiger Champ. Champ. Wie geht's, wie steht's? Kennst du Misty, die Arenaleiterin von Azuria City? Sie ist ziemlich stark. Deshalb darf ich leider nur Trainer mit einem Pokémon reinlassen, das mindestens Level 15 erreicht hat. Nur zu seiner eigenen Sicherheit. Wenn du gegen die Arenaleiterin antreten willst, musst du mir ein Pokémon zeigen, das mindestens Level 15 erreicht hat. Wie wär's mit eins, das fast Level 25 ist? Ich wusste es. Du hast schon so ausgesehen, als hättest du ein Pokémon vorzuweisen, das mindestens Level 15 erreicht hat. Ja, ich habe ein Pokémon, das mindestens Level 15 erreicht hat, nachdem ich 17 Stunden gespielt habe, womit ich mittlerweile ganz viele Pokémon haben sollte, die mindestens Level 15 erreicht haben. Ein Glück kann ich jetzt einen Bereich betreten, den ich nur betreten kann, wenn ich ein Pokémon habe, welches mindestens Level 15 erreicht hat. Dann hätte ich nichts mehr davon ab, dein Können in der Arena von Azuria City auf die Probe zu stellen. Gib alles! Okay. Jetzt kommt mein spritziger Auftritt. Mein Pokémon und ich werden dich auf die Gräten nass machen. Ach ja, jetzt können wir ja die ganzen Wasser-Wortwitze, ne? Ach du Kacke. Okay, Schönheit Lilly. Bin ich auch eine Schönheit? Ihr dürft ruhig posten, wie hübsch ich bin. So, guck mal, es ist voll der schöne Farbübergang. Das geht von ein bisschen bläulich zu grau, zu orange, zu gelb. Oh, das habe ich gut gemacht. Und alles stirbt. Eboli erhält 102 Erfahrungspunkte. Und damit kann ich Mirapla offiziell nicht mehr kontrollieren. Blubber, blubber. Oh, verdammt. Keiner hat damit gerechnet, aber es passiert. Duflor. Ich fand Duflor eigentlich immer kacke. Ich finde auch, das, was danach kommt, wie hieß denn das nochmal? War das Giflor? Ich glaube, das fand ich auch immer doof. Ich finde dieses Tanz-Pokémon toll, was du aus Mirapla bekommen kannst. Ich hab vergessen, wie es heißt. Weißt du, es ist Glubella, genau. Das finde ich cool. Aber das gibt's hier nicht, weil es ist ja Generation 2 und hier gibt's ja nur Generation 1.
Jetzt ein bisschen sad eigentlich. Ja, was soll's. Es riecht unglaublich widerlich. Trotzdem gibt es unter 1000 Menschen mindestens einen, dem der Gestank gefällt.